Hallöchen Leute, willkommen bei Bandido Gaming und einer neuen App, und zwar Pineapple Pan. So, Pineapple Pan. Weiß der Geier, ich muss mit Stiften Pineapples abschießen, also Ananässe. Ananassis, wer ist die Mehrzahl von Ananas eigentlich? Ananässe? Ananasse? Ananas, naja. Wie auch immer. Und Äpfel abschießen. Zwar mit meinem Stift hier. Wenn wir daneben schießen. Oh, sag mal. Zwei, okay. Wenn wir daneben schießen, gibt's. Ja, dann war's das, ne? Dann war's das mit der Runde. Und wie ihr oben seht, sammeln wir Punkte währenddessen. Böp. 33, okay. Nein! Ah! Okay, der war daneben. Der hat sich ganz komisch bewegt. Diese Ananas. Und, Leute, wir haben da irgendwas fertig. Links. Das werden wir uns gleich mal anschauen, was das wohl ist. Und zwar, schauen wir mal, hier links, ready. Oh, wer bist du denn? What? Was ist das? Achso, müssen wir den voll knallen. Oh, der gibt Gold ohne Ende. Okay, das war cool. Jede halbe Stunde gibt es also Gold. Ah, okay, wir können was freischalten? Neue Stifte? Den hier? Oh, ach, haben wir den direkt. Okay, was ist das denn? Fieberthermometer. Bringt der irgendwas? Hat der irgendeinen Vorteil, ist die Frage. Bringt der mehr Gold? Oder Punkte? Bringt der mehr... Tja, was? Fliegt der anders? Bisher nicht. Apple Pan! Apple Pan! Doppelter Apple Pan! Oh, der ist schnell. Okay. Es wird schwerer, weil die schneller werden. Oh! Okay, da war aber sehr knapp. Den hätte man durchaus durchgehen lassen können, würde ich mal sagen. Da! Wollte gerade sagen, schön doppelten hier. Und jetzt haben wir wieder Werbebild dazwischen. Herrlich. Okay. Böp. Und Feuer. Apfel. Nein! Mist! Also, Freunde, falls ihr Lust bekommt, dieses Spiel zu spielen, ist auch wunderbar für zwischendurch, für die Bahnfahrten oder irgend sowas. Pineapple Pan heißt die App. Steht ja auch im Titel hier von diesem Part. Gibt's umsonst, kostenlos im Store. Könnt ihr euch runtersaugen. Easy peasy, ein paar Minuten verbringen damit. Wenn, oh, der war knapp. Wenn, oh, der war auch knapp. Wenn euch mal langweilig ist. Okay, oh, der war auch knapp. Jetzt muss ich mich ja ein bisschen, ich habe jetzt gerade mein Schicksal ein bisschen herausgefordert. Oh, okay, jetzt war ich zu gierig. War ich zu gierig, Leute. Wollte ich ihn direkt haben, wa? Okay, böp. Böp. Okay, zack. Tja, ich sag mal Bananen. Bananen, Junge. Ananässe. Wie ist denn mal die Mehrzahl? Anani? Ananasi? Anane? Ich weiß es nicht. Ananassen. Nasse Anna. Nee, nasse Annas? Freunde, ich habe keine Ahnung. Was denkt ihr, was die Mehrzahl von Ananas ist? Hm? Ein Apfel? Die Äpfel. Eine Banane? Die Bananen. Eine Ananas? Die ja. Was? Die Anna. Ananase? Ich glaube nicht. Die Ananässe. Ich glaube Ananässe, das gefällt mir. Das klingt ganz witzig. Die Ananässe. Ich mache hier die Ananässe platt. Böp. Böp. Also, eigentlich ist das Spiel so einfach. Man muss nur im richtigen Moment drücken. Man hat das Gefühl, man könnte bis Score 3 Millionen spielen. Und bumm, schießt man daneben. Ich frage mich, wie man hier daneben schießen kann. Ich verstehe es gar nicht. Man muss einfach nur im richtigen Moment drücken. Das ist eigentlich ein Spiel... Ist auch nicht, das ist so simpel. Aber es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das daneben schießen nicht so, ja. Aber der Rest, obwohl es so simpel ist, macht sehr viel Spaß. Tatsächlich, ich bin der Meinung, die simpelsten Spiele sind immer noch die besten. Ja, da wo man einen Finger braucht. Die sind die besten, finde ich. Also. Leute, falls ihr das Spiel schon kennt, vielleicht, und es schon gespielt habt, Voraussetzung dafür, dann schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was euer Rekord ist, und bitte keine Fantasiezahlen, Leute. Manche schreiben mir da immer 380 Milliarden, Millionen, Trillionen, Zillionen. Ja, das kann ich euch halt nicht glauben, ne? Schreibt mir einen Score hin, wo ich denke, okay, das kann stimmen. Also schreibt mir euren tatsächlichen Score hin. Ihr müsst nichts euch ausdenken oder so, nichts beweisen, das ist Quark. Ich sehe das doch,
wenn da jemand 80 Milliarden, Millionen, Trillion, Zillion schreibt, dann kann ich ihn nicht ernst nehmen. Da weiß ich, Junge, oder? Der hat dich angeflunkert. Das kann nicht stimmen. Naja, jedenfalls wäre ich gespannt auf euren echten Score. Meiner ist jetzt was? Was war denn meiner? Irgendwas mit 50 oder 40 oder so? Ja, bin jetzt schon bei 30. Oh Mann! Das gibt's nicht. Wo steht denn mein Rekord? Steht der hier irgendwo überhaupt? Stand da gerade 36? Kann das sein? Ich glaube, Nee, warte mal, was stand denn hier gerade? 34. Ah, okay. 34 ist mein Rekord. Ist nicht so viel, muss ich zugeben. Oh, das war eng. Ist nicht so viel, 34. Ich denke mal, im Laufe dieser Parts hier kommen wir bestimmt... Ja, ich setze mir mal ein Ziel, okay? Ich setze mir mal das Ziel 100. 100 will ich... Wisse, weil das Spiel so einfach ist und man eigentlich nur einmal klicken muss, und zwar im richtigen Moment, ärgere ich mich umso mehr, wenn ich daneben schieße. Weil das absolut... Man kann das auf nichts anderes schieben, ne? Oh, der Wind, was weiß ich. Wurde geblendet? Nein. Im Spiel gibt es nichts, was mich irgendwie hindern könnte zu treffen, außer mich selbst. Und darum ärgert es mich natürlich umso mehr, wenn ich daneben schieße. Aber 100 will ich schaffen, bis wir dieses Spiel hier beendet haben. Also, es sind ja immer 5 Parts, ne? Spätestens im 5. Part am Ende will ich 100 haben da oben. Und das werden wir schaffen, Leute. Wöp. Oh, die ist schnell. Wöp. Ich glaube, ich werde mir erstmal einfach ein bisschen geduldiger spielen. Und mal ein bisschen gucken, wie die sich bewegen. Und nicht sofort schießen, wenn ich das Ding sehe. Mann, ey. Mann, ey. Das Ding ist ja auch, ne? Über allen solchen Spielen, zum Beispiel Hill Climb Racing oder so, wo ich ja beinahe... Oh Mann! Wo ich ja beinahe verzweifelt bin. Dass man, wenn man verliert, also ich jetzt im Speziellen, wenn ich hier verliere, dann will ich natürlich so schnell wie möglich wieder an den vorherigen Punkt gelangen, um dort weiterzumachen quasi. Man spielt dann ungeduldiger. Oh Mann, so hier halt! Man spielt dann ungeduldiger, wird noch schneller und unaufmerksamer und verliert noch mehr. Ja, darum muss man sich zusammenreißen und die Geduld bewahren, die ich nicht habe. Ich kenne mich. Ich bin so ungeduldig. Ich will immer alles sofort und so schnell wie geht. Und deshalb verliere ich oft. Aber hey, dafür spiele ich auch öfter. Oh Gott. Gott. Das kann ja nicht so schwer sein, hier die 100 zu schaffen. Ich glaube, in diesem Part werden wir es wohl nicht mehr schaffen. Sieht nicht so gut aus. 8. 8, Junge, ist ja nix. Gib mir 100. Manche geben irgendwie mehr Punkte. Der gab nur zwei. Der gab 2, warum? 2? Der gab 4, okay, das ist cool. Der gibt wieder nur... Oh, der gibt wieder nur 1. Warum denn? Zum Teufel. Wie wird denn das hier berechnet? 2. 1. Oh, oh nein, das war so ein schneller. Oh, und ich habe nicht geguckt. Mensch, ich soll doch... Muss geduldiger sein. Geduldig. Der ist schön langsam hier. Was ist mit ihm hier? Der coole Apfel, ja? Der coolste auf dem Schulhof, Junge. Böp. Böp. Hier, der coole Apfel. Gibt aber auch nur 1. Warum denn? Böp. Böp. Nein! Oh Mann! Gibt's nicht. Triffel, blöde Ding hier. Meine Herren. Wir haben 99 Gold. Bei der nächsten Goldvergabe, sag ich mal, wo wir dieses Riesenteil abschießen, können wir uns wieder einen neuen Stift holen. Was auch immer der gut ist, ja. Aber hey, wir können uns einen neuen Stift holen. Mann, ey. Das gibt's nicht. Der gab 2, warum denn? Oh Mann, ey. Otto, jetzt reiß ich zusammen hier. Ich frage mich, warum manche 2 geben. Der gab auch 2, warum denn? Ich erkenne überhaupt keine Logik. Der gab 2, der nur 1. Nächste Ananas, 1. Nächste Ananas, 1. Apfel, 1. 1. 1. Hä? Oh Gott. Also ich erkenne noch kein Muster, wenn wir... ein und dann 2 Punkte kriegen. Oh. Boom, der gibt immer 4, okay.
Irgendwie kriegen wir da oben Gold. 100 haben wir jetzt. Wie viel hatten wir eben? Bisschen weniger, ne? 103. Oh Mann, ey. Okay. Leute, weiter geht's im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal, sonst sehen wir wieder im nächsten Part. Bis dann wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut. Ciao.